السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Livestream, zu unserem Interview zur Schule Imam Maliks, inshallah, mit unserem heutigen Gast Firas Younes, den wir auch noch gleich dazu holen, inshallah. Herzlich willkommen, liebe Geschwister. Inshallah, heute mit dem Imam der Ahl-Sunnah habe ich Imam Malik gesagt? Nein, Imam Ahmed ist heute da. Nicht Imam Malik. Inshallah. Warten wir auf unserem Set Firas, dass er dazu kommt. Ach, Firas, wenn du dabei bist, schick mir mal bitte eine Anfrage. Ich habe dir eine geschickt, aber anscheinend ist sie nicht angekommen. Inshallah, die Livestreams werden natürlich gespeichert. Okay, seltsam. Also ich habe dir auch eine geschickt, Ross. Irgendwie schaffen wir das nicht. Aber bei mir steht Firas abgelehnt. Aywa, Alhamdulillah. MashaAllah. Ahlan wa sahlan. Ja, hala bik. MashaAllah. Wie geht's? Alhamdulillah, gut, Maklafik. Wie geht's dir? Alles gut soweit? Alhamdulillah. An die Geschwister vielleicht, bevor wir starten. Hört man uns gut? Sieht man uns gut? Wie ist die Verbindung? Vielleicht ein kurzes Lebenszeichen. Ach, ich weiß, das Problem ist, ich hab ja keinen deutschen Internetvertrag, weil ich immer im Ausland bin. Und mein Datenvolumen ist kurz davor, zu Ende zu gehen. Okay. Inshallah, aber wir schaffen das, inshallah. Mal gucken. Ja, gucken, wie weit es geht. Wenn nicht, können wir es auch über meine Seite machen. Das Problem ist, wenn ich kein Datenvolumen habe, dann bin ich komplett raus. Kann ich schon online. Aber ja. Inshallah, schaffen wir das. Inshallah. Das ist sehr schwach, Leute. Also da, wo ich bin, ist das nicht so stark. Inshallah, her. Aber inshallah, wir schaffen das. Inshallah. Wir haben auch etwas Verspätung heute. Verzeiht, Geschwister, das lag an mir, weil ich noch unterwegs war. Doch ich würde sagen, dass wir auch gleich beginnen, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa afdalu salati wa taslim. Ala mab'uthi rahmata lil Alameen. Sayyidina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alles Lob und jeder Dank gebührt Allah allein. Und der Friede und der Segen seien auf unserem geliebten Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Herzlich willkommen, ahlan wa sahlan, mein lieber Bruder Firas, dass du dabei bist. Und ich denke, wie wir alle, haben wir auch sehnsüchtig auf diese Einheit gewartet. Wir werden vielleicht auch sehen, warum, wenn es um Imam Ahmed und die Hanbalitische Schule geht. Hier und dort hört man immer von den anderen Schulen etwas. Doch ich habe das Gefühl, also ich persönlich zumindest, aber das werden wir natürlich klären, inshallah, hört man entweder wenig über die Hanbalitische Schule oder Falsches. Also man hat immer so diese zwei Seiten. Wir haben das letzte Mal, liebe Geschwister, in den letzten Einheiten ausführlich darüber gesprochen, was Fiqh ist, wie man die islamische Normenlehre Fiqh studiert und was Fiqh-Schulen sind etc. Damit werden wir euch heute nicht länger aufhalten, inshallah, und gleich ins Thema einsteigen. Deshalb auch, und unser Bruder Firas, der heute unser Gast ist, ist ein fleißiger Hanbali-Fiqh-Student und auch jemand, mashallah, der
sehr aktiv ist, der sehr ja auch ja besondere Vorträge hält aus meiner Sicht, die auch packend sind, die auch den Kern der Dinge treffen. Barak Laufik. Wir werden aber inshallah direkt ins Thema einsteigen. Die Frage, über die man natürlich Bände schreiben könnte, wie alle Fragen, doch mit deinen einfachen und zusammenfassenden Worten: Wer war Imam Ahmed? Radiallahu anhu, rahimahullah. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأولين والآخرين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. طيب، إمام أحمد رضي الله تعالى عنه، wie jeder von euch weiß, ist der letzte der vier Urheber der vier Fiqh-Schulen. Und Imam Ahmed ist eine Persönlichkeit, welche jedem mehr oder weniger bekannt sein sollte durch die Mehna, durch die große Prüfung, die ihm widerfahren ist, aufgrund der Fitna, die zur Zeit des Kalifen Al-Ma'mun zwischen den Muslimen Platz gefunden hat, welche sich mit der Frage, ob der Koran erschaffen sei oder nicht, beschäftigt hat. Ustad Firas, ganz kurz, es hakt bei mir auch manchmal, deine Stimme. Okay. Vielleicht liegt es am Mikro, oder? Warte mal kurz. Mach's mal vielleicht bei mir ein bisschen lauter und sein. Kann es sein? Ja, jetzt hört man dich gut. Jetzt ist es besser. Weil bei mir ist zum Beispiel mein WLAN ist da, aber mein WLAN ist nicht gut. Deswegen, ich mache mal okay. Wie wir gesagt haben, Imam Ahmed, radiallahu ta'ala an, ist eine bekannte Persönlichkeit, vor allem wegen der Mihna, die ihm widerfahren ist, vor allem wegen der Prüfung, mit welcher er einen wichtigen Teil dafür beigetragen hat, dass die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah bewahrt wurde. Und Imam Ahmed ist deswegen einer der besonderen Imame von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wie auch bei den anderen Imamen, weil er eine bestimmte Beziehung zum Propheten alaihi salatu wasalam hat. Und was... Kann ich hören? Besser, oder? Genau jetzt hakt das wieder, subhanallah. Also jetzt in diesem Moment. Okay, subhanallah. Gucken wir mal, wie gut das ist. Ja, inshallah, ich würde einfach weitermachen und dann gucken wir einfach mal. Ja. Gucken wir, was durchkommt, was nicht. Die Besonderheit, die ich persönlich sehe, ist natürlich bei jedem einzelnen der vier Imame, dass er in einer bestimmten, besonderen Beziehung zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam steht. Das Ganze beispielsweise jetzt mal auf Imam Abu Hanifa beziehen, hat der Bruder Gökhan schon das beispielsweise ganz gut erwähnt, dass Imam Abu Hanifas Vater und sein Großvater beispielsweise zu Imam Ali gegangen sind und ihn sozusagen um einen Dua gebeten haben. Das heißt, sie haben auch sozusagen eine Beziehung zum Propheten a.s.w. direkt oder indirekt gehabt. Und genau das Gleiche sehen wir bei Imam Malik, der in der Prophetenstadt selbst gelebt hat, und Imam Shafi'i, der dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam am nächsten war, was die Abstammung angeht. Und so sehen wir, dass Imam Ahmed radiallahu ta'ala an, vor allem dadurch den besonderen Status erlangt hat, dass er am meisten und am intensivsten die Aussagen von Rasulullah und den Gefährten sallallahu alaihi wasallam und für die Menschen sozusagen zugänglich gemacht hat. Tut mir leid natürlich, wenn es jetzt irgendwelche Tonprobleme gibt, aber inshallah versuchen wir, fi sabilillah, dass wir ein bisschen Sabr haben. Der ein oder andere kann Dua machen, dass die Verbindung besser wird, weil auch da natürlich der Dua inshallah akzeptiert wird. Und wir sehen jetzt beispielsweise, wenn wir uns das Leben von Imam Ahmed anschauen, und ich will jetzt nicht so viel über die Zahlen reden, wann Imam Ahmed beispielsweise gestorben ist, er ist im dritten Jahrhundert nach Hijra gestorben, aber darum geht es mir nicht so sehr, sondern es geht mir vor allem darum, dass Imam Ahmed eine besondere Eigenschaft hatte, die auch viele andere Gelehrte hatten, wie beispielsweise Imam al-Bukhari und auch andere Gelehrten, beispielsweise wie Imam al-Ghazali, nämlich, dass er viel auf Reisen war, dass er, um das Wissen zu sammeln, seine Komfortzone sozusagen verlassen hat und sich in die verschiedenen Gebiete des Wissens begeben hat. So ist er beispielsweise nach Kufa gegangen und hat jetzt nicht nur in seiner Heimatstadt sozusagen gelernt, sondern ist auch in seinem Land, im heutigen Irak sozusagen, in die verschiedenen Zentren des Wissens gereist, zu unter anderem dem großen Schüler von Imam Abu Hanifa Abu Yusuf, von dem er unter anderem die Hadithe lernte. Und wir sehen, dass er beispielsweise auch in den Jemen gereist ist, wo er von dem großen Hadith-Gelehrten Abdur Razzaq, der den bekannten Musannaf geschrieben hat, gelernt hat.
Und auch andere Orte, wie beispielsweise in Asch-Scham, wo Imam Ahmad die Hadithe sammelte. Und dies mit den ganzen Jahren dazu führte, dass Imam Ahmad bis zu seinem 30. Lebensjahr von einem seiner wichtigsten Lehrer, nämlich Imam Shafi'i, die Aussage zugeteilt bekommen hat, dass Imam Ahmad ein Imam in 8 Disziplinen ist und eine davon ist der Fiqh. Das heißt, er war gerade frisch 30, da gibt es Meinungsverschiedenheiten, wie alt er war, wo Imam Ash-Shafi'i ihm diese große Tazkiya, diese große sozusagen Läuterung zugesprochen hat und ihm gesagt hat, dieser Imam ist ein Imam oder diese Person ist ein Imam in 8 Disziplinen des Islams und eine davon ist der Fiqh. Weiter, inshallah, wenn man noch eine Sache hinzufügen kann, gibt es natürlich die berühmte Aussage, dass man von Imam Ahmad weiß, dass er ca. 1 Million Hadithe auswendig kannte. Und er sagt es selber, als er über seinen Musnad gesprochen hat, über diese bekannte Hadith-Sammlung, sagte er zu seinen Söhnen, dass er diesen Musnad aus 700.000 Hadithen herausgesammelt hat. Und dass am Ende dann 30.000 Hadithe sozusagen in seinen Musnad eingeflossen sind. Zu diesen 1 Million Hadithen gehören nicht nur sozusagen Hadithe, wo der Prophet eine bestimmte Sache sagt, sondern auch Athar, also Aussagen der Sahaba, die mit Rasulullah und dem Fatawa zu tun haben. Al-Klaufik, Achi Firas, ganz kurz vielleicht, wenn du erlaubst, was natürlich mit der Geschichte der Schule zu tun hat. Es wird der Hanbalitischen Schule manchmal, oder es wurde in der Geschichte der Hanbalitischen Schule zugesagt, oder es wurde über sie gesagt, dass sie keine Schule sei oder keine Schule gewesen sei. Und dann kommt man, also ich bin aus Malikitischer Perspektive, sagen dann einige, ja, schaut mal, die Malikiten in Andalusien, dort gibt es große Gelehrte wie Ibn Juzay, die haben vergleichende Fiqh, also Bücher über vergleichenden Fiqh geschrieben und haben die hanbalitische Meinung nicht angefügt. Ich habe natürlich als Malikit auch eine Antwort darauf, also ich sehe das natürlich nicht so, ich persönlich, aber das ist eine andere Frage. Trotzdem würde ich gerne von dir wissen, wie du dir das erklärst, dass so eine Sache zustande kommt. Und vielleicht, wenn du magst, natürlich in dem Zusammenhang vielleicht nochmal ein paar Eigenschaften Imam Ahmeds und dann zur Geschichte übergehen, sozusagen. Ja. Genau, also Tayyip, erstmal um auf den ersten Punkt einzugehen. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass bei der Hanbali-Rechtsschule rein aus historischer Perspektive nicht erstmal schnell die Rechtsschule sich als eigenständige Fiqh-Schule etabliert hat, sondern das hat einige Jahrzehnte gedauert, bis die Rechtsschule oder die Fiqh-Schule, ich glaube, diese Terminologie bevorzugst du mehr, sich als wirkliche und, ja, sage ich mal, autorisierte Rechts- oder Fiqh-Schule etabliert hat. Und das hat vor allem mit dem Werdegang der Rechtsschule oder der Fiqh-Schule zu tun, was man sich ganz gut daran sozusagen, ja, festmachen kann, wenn man sich den Werdegang anschaut. Wenn man sieht, wie war Imam Ahmad, der Imam der Ahl-Sunnah wa Jama'ah, wie hat er Fatawa gegeben und was war sozusagen auch seine Ambition? War seine Ambition, dass er als Rechtsgelehrter unter den Menschen wahrgenommen wird oder nicht? Und da sehen wir ganz klar, was fast alle, die eine Tarjama, also eine Biografie über Imam Ahmad geschrieben haben, sagen, dass Imam Ahmad in seinem Leben eigentlich kein eigenständiges Fiqh-Buch geschrieben hat, außer eine kleine Risala, die er bezüglich des Gebets geschrieben hat. Aufgrund einer Person, die hinter ihm gebetet hat, der falsch gebetet hat, hat er für ihn eine kleine Risala geschrieben. Ansonsten war der Fokus von Imam Ahmad eigentlich eher auf die Hadithe und auf das Lernen des Korans und das sozusagen Erklären, also den Tafsir des Korans. Das war der Fokus von Imam Ahmad und nicht eine Rechtsschule aufzubauen, so wie es beispielsweise schon mehr oder weniger bei der Schule von Imam Abu Hanifa absehbar war, weil sie sich halt hauptsächlich mit den Rechtsfragen beschäftigt haben. Zu der anderen Frage, die du gestellt hast, bezüglich warum man der Rechtsschule von Imam Ahmad beispielsweise zusagt, dass sie eigentlich gar keine eigene Rechtsschule sind, muss man ganz klar sagen, das war ein damals sehr großer Streitpunkt, ja, der dazu geführt hat, dass viele, vor allem der Schafi'ier, gesagt haben, ihr seid gar keine eigene Rechtsschule, ihr seid eigentlich Schafi'iten, die eigentlich nur aus der Reihe tanzen. Und ihr wollt nur euer eigenes Ding machen und habt eure paar Mufradat, eure gesonderten Meinungen, aber eigentlich seid ihr wie wir.
weil eure ganzen Usul al-Fiqh-Bücher, eure wichtigsten Usul al-Fiqh-Bücher, wie Raudat al-Nadr beispielsweise, auf Schafi'i-Fiqh-Bücher basieren. Dann haben die Hanabila was gemacht. Natürlich sind Menschen, wir reden hier nicht über Aliens oder sowas, ne? Wir reden über Menschen. Haben die Hanabila als Antwort darauf mit am meisten Bücher über ihren Mufradat geschrieben, über ihre gesonderte Meinung, um sozusagen zu zeigen, wir sind doch eine eigene Rechtsschule, lasst uns in Ruhe. Ja? Und wir können ganz klar sehen, beispielsweise, was du auch erwähnt hast, bezüglich Imam Ibn Juzay, der große Tafsir-Gelehrte, Imam Ibn Juzay al-Kalbi, der auch beispielsweise wie Imam Ibn Abdul Barr, wenn ich mich recht erinnere, die damals die Hanbali-Rechtsschule noch nicht mit aufgeführt haben, als sie über die Rechtsschulen gesprochen haben, weil noch nicht ersichtlich war, noch nicht deutlich war, dass es sich wirklich um eine richtige, eigenständige Rechtsschule handelt, die so etabliert ist wie die anderen drei. Wallahu a'lam. Genau, sehr gut, Barakallahu fiek. Du sagst noch einen. Du hast es auf den Punkt gebracht, darauf wollte ich hinaus, dass man verstehen muss, wenn ein Ibn Juzay oder Ibn Abdul Barr in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Kontext was verfassen, dann können sie sich auch nur auf das beziehen, was direkt vor ihnen liegt. Mhm. Und oft schauen wir auch auf Geschichte sozusagen rückblickend und erkennen dann bestimmte Dinge, die wir in der Zeit selbst nicht erkannt hätten. Und das ist völlig normal, völlig verständlich. Deswegen ist das auch kein Argument. Jemand, der sich wirklich mit der Geschichte auskennt und die Dinge betrachtet, für den dürfte das heute eigentlich kein Argument mehr sein, nur weil einige Gelehrte, andere Gelehrte nicht aufgeführt haben, die zu ihrer Zeit gelebt haben, etc. Barakallahu fiek. Vielleicht kannst du uns nochmal wirklich, wenn du das zusammenfassen magst, drei besondere Eigenschaften, die du besonders findest von Imam Ahmed, uns kurz darstellen. Schauen wir. Sehr, 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 sehr schöne Frage, Barakallahu fiek. Also die erste Besonderheit von Imam Ahmed, und das ist ein wichtiger Punkt, den man vielleicht bei so einem theoretischen Thema, wie was wir gerade besprechen, manchmal vergisst, was ich gerne nochmal ins Gedächtnis rufen würde, nämlich die Frömmigkeit von Imam Ahmed. Seine wirkliche starke Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass Imam Ahmed nicht nur stark war, weil er diese ganzen Informationen sozusagen auswendig hatte, sondern weil er einen gewaltigen, unglaublichen Adab gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und gegenüber vor allem dem gesamten Allah sallallahu alaihi wa sallam hatte. Und man sieht das beispielsweise an einem Athar, an einer Überlieferung, welche von Imam Ahmed überliefert wurde, dass er sich weigerte, bis zu seinem 40. Lebensjahr Fatawa zu geben. Und als seine Gefährten ihn gefragt haben, warum willst du keine Fatawa geben? Ja, es war so, dass er eigentlich nur in seinem Haus geblieben ist und für die notwendigen Sachen das Haus verlassen hat, dass er sagte, wie kann ich jünger sein als der Prophet, als er seinen Wahi bekommen hat, und über Halal und Haram sprechen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man sieht, Al-Ilm ist nicht nur bikathrat al-Riwayat, ist nicht nur, dass jemand viele Riwayat auswendig weiß, sondern, so wie Anas ibn Malik es sagte, es ist ein Licht, was Allah subhanahu wa ta'ala in die Herzen legt. Und wir sehen an diesem kleinen Ausschnitt beispielsweise, dass Imam Ahmed ein Mensch war, der sich wirklich komplett von dieser Dunya abgesagt hat sozusagen. Er war ein Mensch, der den Sucht nicht nur mit der Zunge praktiziert hat, sondern er war jemand, der wirklich enthaltsam war von dieser Dunya. Ihn hat es nicht interessiert, ob die Leute über ihn denken, was ist das für ein Mensch, er ist die ganze Zeit zu Hause und eigentlich kann er Fatawa geben, aber er macht es nicht. Ist das nicht Kitman und Ilm? Ist das nicht das Verbergen und Zurückhalten des Wissens? Das hat ihn nicht interessiert. Weil er hatte seine Prinzipien und an denen hat er festgehalten. So, das ist die erste Sache. Also diese Frömmigkeit von Imam Ahmed beispielsweise. Die zweite Besonderheit von Imam Ahmed, und die hat auch natürlich mit dem Usul seiner Rechtsschule zu tun, ist der Umgang mit den schwachen Hadithen. Das ist eine weitere Besonderheit, der Umgang mit den Mursal-Hadithen und allgemein mit den Hadithen, welche sozusagen schwach sind, ja. Da gibt es natürlich innerhalb unserer Rechtsschule Meinungsverschiedenheiten, was jetzt schwach da bedeutet. Alle sind sich aber einig, dass damit kein Batil-Hadith beispielsweise gemeint ist, also ein Hadith, der in Richtung Maudur, also in Erfundenheit geht oder komplett eine katastrophale Überlieferungskette hat. Weil Imam Ahmed gesagt hat, auch wenn dieser Sanad beispielsweise schwach ist, gibt es eine Möglichkeit, dass er doch praktiziert wurde, wenn dieser schwache Hadith sich mit anderen stärkeren Hadithen deckt. Das ist eine zweite Besonderheit. Und die dritte Besonderheit, welche ich persönlich in meinem Leben sehr, sehr viel davon profitiert habe, als ich darüber nachgedacht habe, und das auch so, natürlich wie alle, wir bewegen uns im Internet und wir kennen diese verschiedenen Diskussionen, war wirklich, dass Imam Ahmed sehr, sehr oft einfach zu einem Thema nichts gesagt hat. Mhm. Er hat weder das eine noch das andere gesagt, sondern einfach Al-Wuquf. Beispielsweise, wir kennen das bei den Aqida-Themen,
da ist es als sehr, sehr bekannte Position von Imam Ahmed al-Waqf, dass er einfach weder das eine noch das andere sagt. Und das ist eine Sache, die mich sehr beeindruckt. Weil wir leben ja in so einer Zeit, das weißt du auch, die Menschen haben sozusagen diesen Komplex, denken zu müssen, auf alles eine Antwort zu haben. Ja? Mhm. Und wenn jetzt jemand wie Imam Ahmed, der sozusagen als der spielt in der Champions League, jeder kennt ihn, jeder weiß, er ist der Imam, der 1 Million Hadithe auswendig kann. Wenn er sagt, ich sage dazu nichts, dann ist das schon, mashallah, wirklich, wie manche der Salaf gesagt haben, ich weiß es nicht, oder einfach über eine Sache zu schweigen, ist die Hälfte des Wissens. Ja? Mhm. Das sag mir noch, Heiler, nach Firas, du, in den Worten, die du gesagt hast, möchte ich vielleicht zwei Lehren, die ich besonders jetzt auch von deinen Ausführungen mitgenommen habe, kurz anführen. Die erste Sache ist, die mit allen Imamen zusammenhängt. Wir wissen natürlich und wir verstehen, warum es wichtig ist, Überlieferungen als authentisch zu deklarieren, sie zu untersuchen. Das haben unsere Gelehrten und auch die Gelehrten unserer Tradition von Anfang an gemacht. Das ist erst kein modernes Phänomen. Und die Leute glauben heute oft, dass wir heute mehr Wissen im Hadith hätten und mehr Wissen darüber, was wäre authentisch und nicht, etc. Und so tun, als hätten es die ersten Gelehrten nicht gemacht. Das ist die eine Sache. Doch die andere Sache ist, die du gesagt hast, wo Imam Ahmed der Meinung ist, dass selbst Überlieferungen, die nicht auf die stärkste Art und Weise überliefert sind, von ihrer Kette, von den einzelnen Personen, die sie überliefern, es trotzdem sein kann, dass diese Sache praktiziert wurde und sie auf den Propheten zurückzuführen ist. Und hier erkennen wir auch einen Zusammenhang zwischen allen Schulen, aus meiner Sicht, dass die Praxis einer Sache einen enormen Stellenwert hat. Dass wir in unserem Dien schauen, in unserer Religion schauen, nicht nur was wird gesagt oder was wurde gesagt, was ist die Praxis? Was ist die Praxis? Und deshalb beispielsweise sind gerade in der hanbalitischen Schule Aussagen der Sahaba oder Mursal Hadithe spielen eine sehr wichtige Rolle. Weil das eine gewisse Praxis, ein gewisses Verständnis überliefert und nicht nur einen äußeren Wortlaut. Das ist sehr wichtig, das ist die eine Sache. Für mich einfach eine Lehre, dass ich hier eine gewisse Parallele in den einzelnen Schulen zu erkennen ist, die wir heute leider verloren haben, die Sache, und auch nicht mehr wertschätzen. Ja. Die andere Sache ist, die du gesagt hast, dass Imam Ahmed trotz seines Wissens und trotz seines umfassenden Wissens einfach mal nichts gesagt hat. Subhanallah. Schweigen ist Gold. Und wie du gesagt hast, wir leben in einer Zeit, ich muss zu allem eine Meinung sagen. Ich muss zu allem etwas sagen. Ich muss ständig antworten, reagieren, etc. Subhanallah. Die Gelehrten haben damals verstanden, dass das wahrscheinlich das Herz krank macht auch. Ständig reden zu müssen, ständig zu antworten, ständig eine Meinung zu haben. Das kann nicht gesund sein. Und ich denke, ohne jetzt groß in das Thema einzugehen, gehen wir mal kurz von den muslimischen Gelehrten weg zu auch ganz neutral vielleicht oder allgemein nicht muslimischen Psychologen. Die würden dir dasselbe erzählen. Dass viel Reden dich eigentlich krank macht und weniger, manchmal mehr ist, war, glaube ich, für die Ausführungen. Vielleicht können wir an dem Punkt auch, weil ich lerne natürlich auch aus den letzten Livestreams, da habe ich einen Fehler gemacht, dass wir das leider zu lang gezogen haben. Ihr könnt euch erinnern, die erste Einheit hat 170 Minuten, die zweite waren auch schon 1,5 Stunden. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen knackiger halten, so sagen wir mal so, dass ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Nicht, dass das Thema nicht wichtig ist und wir auch 2 Stunden drüber sprechen könnten. Doch ich möchte einfach aus den letzten Einheiten ein bisschen lernen und das nicht so, also ausufert. Ein Bruder hat sehr schön gesagt, ein Bruder, den ich kenne, einer der Mashaikh, der hat sich das angeschaut und hat uns dann gesagt, also hat mir und Gökhan geschrieben, es ist ein bisschen eskaliert, was ihr gemacht habt. So. Ja. Inshallah khair. Auf jeden Fall, um weiterzumachen, wenn wir jetzt zur Schule selbst gehen, zur Schule Imam Ahmed, mit welchen so Haupt, man könnte natürlich viel darüber sprechen, Usul al-Fiqh und die Methoden und die Hermeneutik der Ableitung von Normen ist natürlich ein sehr weites Feld. Doch was sind aus deiner Sicht im Bereich der Methoden und Usul die wichtigsten Dinge, die hanbalitische Schule ausmachen? Die wichtigsten Dinge, man muss sich das so vorstellen. Also es gibt im Hanbali-Madhab 5, muss man sich so vorstellen, Fundamente, welche immer genutzt wurden,
auch von der Zeit zur Zeit von Imam Ahmad, um beispielsweise Fatawa zu geben. Diese fünf wurden dann von den Schülern von Imam Ahmad und den Schülerschülern ausgearbeitet. Das heißt, es wurden dann an der einen oder anderen Stelle Details hinzugefügt. Und wenn ihr wollt, also wenn du willst, würde ich die einfach mal kurz erwähnen. Ja, wenn das die erste Sache ist natürlich der Nass. Also das ist der Koran und beispielsweise die Hadithe, welche eindeutig sind, welche eine ganz, ganz klare Beweiskraft haben. Das heißt, sie sind beispielsweise qat'i, ja, sie sind eindeutig in ihrer Beweisführung und nicht wanni im Sinne von, dass sie mehrere spekulative Inhalte sozusagen wiedergeben. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist natürlich, wie du schon gesagt hast, die Rechtssprüche der Gefährten vom Propheten a.s.w. Das ist die zweite wichtige Sache im Madhab von Imam Ahmad. Und die dritte Sache, wenn wir jetzt beispielsweise verschiedene Aussagen von den Sahaba zu einer bestimmten Sache haben, wird zwischen denen sozusagen abgewogen. Ja, welches Urteil ist näher an den Beweisen? Ich habe beispielsweise eine Fatwa von Abdullah ibn Mas'ud und eine Fatwa von Abdullah ibn Abbas. Welche liegt jetzt beispielsweise näher an dem Punkt 1, an den Texten vom Koran und von der Sunna? Der vierte Punkt ist, wie wir es auch schon erwähnt haben, die Berücksichtigung von den schwachen Hadithen und also halt auch Mursal-Hadithe. Also damit die Leute wissen, was ein Mursal-Hadith ist. Ein Mursal-Hadith ist ein Hadith, der von einem Schüler, von also eines Sahabis, einem Tabi'i, direkt vom Propheten a.s.w. überliefert wurde. Das heißt, dieser Tabi'i lässt sozusagen diesen Sahabi aus und sagt direkt, der Prophet a.s.w. hat gesagt. Das ist ein Mursal-Hadith, nur dass ihr das ein bisschen eingrenzen könnt. Und die fünfte Sache ist natürlich der Qiyas, der Analogieschluss. Das waren die fünf Sachen, wo man sagt, das hat Imam Ahmad im Rahmen seiner Rechtsfindung immer praktiziert. Das hat er immer benutzt. Und die folgenden Punkte, die ich jetzt gleich erwähnen werde, da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Hat er die benutzt? Hat er die nicht benutzt? Hat er die angewandt? Hat er die nicht angewandt? Das heißt, selber sogar in der Rechtsschule gibt es noch eine Diskussion darüber. Also wenn du möchtest, nachdem ich diesen Punkt angeführt habe, würde ich vielleicht kurz durch diese vier Entstehungsphasen, wie der Madhab sich wirklich zu einem Madhab entwickelt hat, durchgehen, weil dann wird das vielleicht ein bisschen... Sehr gern. Also sehr die gern. Erste Sache von den Sachen, wo es Meinungsverschiedenheiten gab, ist Al-Maslaha Al-Mursala. Okay? Das heißt, ein Interesse, ob es jetzt beispielsweise also es gibt natürlich verschiedene Arten von Interesse. Okay? Ich will es einfach mal jetzt als Maslaha Al-Mursala weiter das arabische Wort benutzen. Und wir haben hier beispielsweise Punkte, wo die Scharia gesagt hat, das ist ein gültiges Interesse, beispielsweise, dass der Mensch, wenn er betet, bei vollem Bewusstsein sein soll. Dass er nicht in dem Zustand des Zucker sein soll, dass er nicht weiß, was er sagt. Das ist eine Maslaha, die von der Scharia erwähnt wurde. Und dann gibt es andere Masalah, anderes Interesse, wo die Scharia ihre Ungültigkeit erklärt. Das heißt, darin liegt kein Interesse. Beispielsweise im Al-Khamr wal-Maisir. Es gibt darin zwar Nutzen, aber die Scharia hat diese Maslaha nicht als Maslaha für den Muslim deklariert. Das heißt, für den Muslim gibt es kein Interesse, diese Sachen zu verwenden. Und dann gibt es Dinge, worüber die Scharia beispielsweise gesprochen hat. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel, Verkehrsschilder, Ampeln. Ja, die Scharia hat darüber nicht gesprochen, aber wenn es dafür nur oder dafür nützlich ist, dass sozusagen das gesellschaftliche Zusammenleben dadurch funktioniert, dann wird diese Sache versucht anzustreben. Die nächste Sache ist beispielsweise Sad al-Dhara'a, das ist das sozusagen Unterbinden von jeglichen Dingen, die Schaden bedeuten. Ja? Also jegliche Wege, die zum Übel führen können, werden in der Rechtsschule immer versucht zu unterbinden. Und dies ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil hier natürlich auch, es gibt zwei Extreme. Ja, was den ersten Punkt angeht, man sagt zu allem Maslaha, 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 Maslaha. Alles ist im Interesse und man macht sozusagen das Interesse zum Beweis, ob eine Sache richtig oder falsch ist. Und bei dem zweiten Punkt, bei Sadd al-Dhara'a gibt es, also bei dem Unterlassen von den Dingen, die sozusagen Übel hervorrufen können, gibt es auch Leute, die alles für Haram erklären, weil sie sagen, alles ist Haram. Mhm. Du darfst nicht in einer Uni studieren, wo es Männer und Frauen gibt, weil Ikhtilat, weil da gibt es Männer und Frauen, die gemischt sind und so weiter und so fort. Deswegen, da muss man sehr aufpassen, wie man damit umgeht. Aber die Ä'immah des Madhab haben die Sachen sehr, sehr ausführlich erwähnt. Aber ich glaube, wir werden vielleicht später noch ein bisschen darüber reden. Die nächste Sache, und da will ich wirklich nicht zu viel drüber reden, weil es ist wirklich sehr verwirrend, Al-Istihsan, ja,
Da gibt es verschiedene Definitionen, was Al-Istihsan bedeutet. Manche haben gesagt, Al-Istihsan ist auch eine Maslaha Mursala. Manche haben andere Sachen gesagt, dass der Urf betrachtet wird. Aber ich will nicht so viel darauf eingehen, weil das sprengt wirklich den Rahmen. Nein, vielleicht ganz kurz an dem Punkt auch, Barklaufig, ich sehe es genau wie du, dass wenn wir auf bestimmte Dinge eingehen würden, das würde den Rahmen sprengen, weil genau. Auch über Instagram ist es immer schwierig. Man muss da viele Beispiele geben, etc. Vielleicht für die Geschwister, die auch dabei sind, wir werden, inshallah, es dauert nicht lange, bald auch einen Kurs anbieten, wo ihr die Möglichkeit habt, die vier anerkannten Fiqh-Schulen, zumindest den Bereich der Ibadat, der Gottesdienste, zu lernen. Und es wird parallel eine Einführung geben in Usul al-Fiqh, also die Hermeneutik und Methoden und Fundamente, wie man Normen ableitet. Da wird es eine Einführung geben. Und da werden wir inshallah über diese einzelnen Dinge nochmal sprechen, inshallah. Also hier geht es uns wirklich darum, einen Überblick, eine Einführung zu bekommen. Deswegen, genauso so wie du es machst, ist es sehr gut, inshallah. Okay, warte. So, dann die nächste Sache ist Al-Istishab. Okay, Al-Istishab ist auch eine Sache, wo die Gefährten Meinungsverschiedenheiten hatten. Hat Imam Ahmad den Istishab angewandt. Also, dass man beispielsweise sich an einem ursprünglichen Urteil orientiert. Beispielsweise der Asl von der Nutzung von Kugelschreibern ist erlaubt. Oder beispielsweise der Asl bezüglich den Lebensmitteln ist Al-Ibaha, dass man das sozusagen benutzen darf. Nummer 11, glaube ich, wir sind bei Nummer 11, ist eine Gesetzgebung, die vor uns war. Also eine Scharia, die sozusagen nicht von dem Propheten Al-Sallam ist, sondern eine Scharia davor. Da gibt es auch Meinungsverschiedenheit innerhalb der Rechtsschule. Ist das ein Dalil? Ist das kein Dalil? Das sind sozusagen dann die Punkte. Ich glaube, es sind 5 gewesen oder ja doch, es müssen 5 Punkte gewesen sein. 5 oder 6, wo es Meinungsverschiedenheit gibt. Es ist jetzt für jeden Einzelnen nicht so sehr wichtig, dass man sich die auswendig merkt, sondern es ist einfach wichtig. Die 5 Dinge, die wir davor erwähnt haben, mit denen Imam Ahmad die Fatawa gegeben hat, das ist eine Sache, muttafaqun alayh. Das ist eine Sache, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Der Nass, also der Koran und die Hadithe, die Rechtsprüche der Sahaba, dann, wenn es verschiedene Aussagen der Sahaba gibt, dass abgewogen wird, welche ist näher an den Beweisen, dann die Berücksichtigung der Mursal und Da'if Hadithe und dann natürlich die 5. Sache der Qiyas. Das waren sozusagen die 5 Usul, die 5 Fundamente, auf denen die Fatwa von Imam Ahmad beruht hat. Genau. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Also ich überleg gerade, wo wir weitermachen können, welchen Punkt. Wir haben jetzt sehr, sehr viel auch Informationen, geballtes Wissen. Ich habe eine Idee, wenn du willst. Na, natürlich, sehr gern. Sehr gern. Also ich würde gerne mit den auch Zuschauern gerne mal diese verschiedenen Epochen durchgehen, wie aus der Rechtsschule eine Rechtsschule geworden ist. Weil das ist auch ganz gut, also es ist keine richtige Empirie. Es ist nicht empirisch, dass wir es jetzt selber beobachten können, aber es ist für uns ganz gut, um nachvollziehen zu können, wie ist sozusagen aus dem Imam Ahmad, der in seinem Haus war und Fatawa gegeben hat, eine Rechtsschule geworden, wo halt diese Bücher geschrieben wurden. Okay, und auf der ganzen sozusagen arabischen Halbinsel und in vielen anderen arabischen Ländern gelehrt wurde. Weil das ist auch eine Besonderheit unserer Rechtsschule. Es ist sozusagen ein rein arabischer Madhab. Ja, er hat sich nicht im nicht-arabischen islamischen Raum verbreitet. Also seine Zentren werden darüber auch inshallah sprechen. Es ist nicht so viel, wie ihr denkt. Also konzentriert euch ein bisschen und dann inshallah klappt das schon. Inshallah. Bismillah. Also, die erste Phase, so ist es, wie die Gelehrten das erwähnt haben, ist At-Tadwin. Das heißt, die Dokumentation. Und in der Phase des At-Tadwin, verzeih mir, ich gucke nicht jetzt die ganze Zeit hier rauf, weil ich sehe die ganze Zeit Kommentare, das lenkt mich ein wenig ab, ist ja die Dokumentation oder die Auflistung. Also alle Aussprüche und Rechtsurteile, die Imam Ahmad gegeben hat und relevante Dinge, die beispielsweise mit Klassifikation von Hadithen zu tun haben, wurden schriftlich festgehalten. Und ein wichtiger Imam, unsere Rechtsschule, über den wir auch noch nachher etwas sprechen werden, ist Imam Ala-Din Ali ibn Sulaiman al-Mardawi, ein wichtiger Hanbali-Gelehrter aus dem heutigen Palästina, hat in seinem Werk Al-Insaf sehr authentisch oder sehr detailliert darüber geschrieben, wer waren diese 500 Schüler, die von Imam Ahmad diese gesamten Sachen aufgeschrieben haben. Okay, wer waren die? Und zu den wichtigsten und berühmtesten von diesen Schülern, die am meisten von ihm aufgeschrieben haben, gehörten auf jeden Fall seine beiden Söhne erstmal, Abdullah und Saleh. Und danach natürlich der berühmte Hadith-Gelehrte, den viele von euch kennen, aus Sunan Abu Dawud al-Sijistani und Abil Hasan al-Maimuni und Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi und natürlich auch Harb ibn Ismail al-Kirmani, das waren so seine wichtigsten Schüler.
Die Namen müsst ihr euch nicht merken, aber es geht um einen anderen Punkt, den auch ihr, glaube ich, angesprochen habt, als ihr über die Maliki-Schule geredet habt. Ein Imam kann so großartig sein, wie er will. Wenn er keine Schüler hat, die dafür sorgen, dass seine Aqwal, seine Aussagen gesammelt werden und richtig geordnet werden, hat dieses Wissen nicht die Möglichkeit zu überleben. Und wir sehen das sehr prägnant, beispielsweise aus dem Beispiel von Layth ibn Sa'd. Wir wissen, Layth ibn Sa'd hatte ein gewaltiges Wissen, was Fett angeht. Auch Imam al-Khazai. Yani seine Rechtsschule hat natürlich sich noch ein bisschen länger gehalten als Layth ibn Sa'd. Aber wir wissen, Layth ibn Sa'd, wenn er die Schüler gehabt hätte, die beispielsweise einen Imam Malik gehabt hätte, oder einen Imam gehabt hätte, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, wallahu alam, dass seine Rechtsschule bis heute überlebt hätte. Diese Schüler, die ich jetzt gerade erwähnt habe, also Abdullah und Abu Dawud al-Thani und Abu al-Hasan al-Maimuni und die anderen, die sind also dafür verantwortlich sozusagen, dass der Madhab bis heute immer noch lebendig ist, dass der Madhab uns überhaupt erreicht hat. Die zweite Phase ist jetzt die Phase, wo langsam aus dieser losen Ansammlung von einzelnen Angelegenheiten langsam ein Gerüst wird. Man nennt oder man bezeichnet diese Phase als At-Tajmir, yani die Sammlung, das Sammeln der verschiedenen Angelegenheiten. Und in dieser Phase spielt ein Gelehrter, und das ist auch eine schöne Motivation für uns, was eine Person erreichen kann, eine extrem wichtige Rolle, nämlich Abu Bakr al-Khalal. Sein Name ist Muhammad ibn Harun ibn Abu Bakr al-Khalal und er ist im Jahr 311 nach Hijra gestorben, also ist auch ein Gelehrter, der ziemlich früh gestorben ist, aber dieser Abu Bakr al-Khalal hat was gemacht? Er ist zu den einzelnen Schülern von Imam Ahmad gereist und hat ihre Aussagen von Imam Ahmad gesammelt und in einem Werk sozusagen zusammengefasst. Dieses Werk nennt man Al-Jami', also das Allumfassende fi Ulum al-Imam Ahmad, das Allumfassende bezüglich den Wissenschaften oder dem Wissen von Imam Ahmad. Und dieses Werk ist bis heute gedruckt, yani man kann es kaufen. Aber ich weiß nicht, ob man es jetzt hier in Deutschland oder im Internet kaufen kann. Ich weiß auf jeden Fall, in Saudi-Arabien kann man es kaufen. Da wird es in der Nähe von der Islamischen Universität in Medina gibt es das fast in jedem Buchladen. Und das ist ein Riesenwerk. Also ich glaube, es sind 32 Bänder, in denen dieses Werk gedruckt wurde. Man muss sich feststellen, man muss sich jetzt eine kleine Sache ins Gedächtnis rufen. Wir haben gesagt, diese Schüler, die waren verschiedener Couleur sozusagen. Nicht jeder von diesen Schülern hat bei Imam Ahmad Fiqh gelernt. Manche von denen haben bei ihm nur Hadith gelernt. Und die haben dann beispielsweise bezüglich den Klassifikationen, die Imam Ahmad gegeben hat, bezüglich den Überlieferungsketten und den einzelnen Überlieferern, seine Fatawa und seine Ahkam, die er über diese Überlieferer gegeben hat, aufgeschrieben. Und das ist unter anderem auch in diesem Werk Al-Jami' zu finden. Also nicht nur Fiqh ist dort zu finden. Man soll jetzt nicht nur denken, dass es eine Fatwa-Sammlung ist, wo er nur über Fiqh redet, sondern das ist wirklich alles, was Imam Ahmad gesagt hat und was seine Schüler über ihn oder von ihm überliefert haben. Das heißt, Tafsir über Ayat vom Koran, Erklärungen über die arabische Sprache, Erklärungen von Hadithen, Erklärungen bezüglich Schwachstellen in einzelnen Hadithen und weitere Dinge, welche allesamt mit den islamischen Wissenschaften zu tun haben. Weil wir erinnern uns an die Aussage von Imam Shafi'i, was hat er gesagt? Imam Ahmad ist ein Imam in 8 Dingen. Und eine davon war der Fiqh. Also es gibt noch 7 weitere Dinge, wo er natürlich auch ein Imam war. Ist das soweit verständlich? Was sagst du, Mohammed? Nein, Barakallahu Fik. Sehr, sehr, sehr schön. Also für mich, ich versuche dann auch immer so zusammenzufassen, okay, was ist so die Hauptlehre auch für uns so als jetzt in diesem Rahmen, den wir gerade leisten können. Wir sehen einfach nochmal, und das ist für mich wichtig hervorzuheben, auch in der gesamten Reihe, wir sehen, dass eine solche Schule nicht nur auf einer Person, dem Imam, auch wenn das vielleicht von uns ausreichen würde, basiert, sondern auf einer Tradition, auf mehreren Generationen von Schülern und Gelehrten. Ja. Und dass wenn wir heute kommen und die Schulen so gering schätzen und glauben, das waren Leute, die haben zu irgendeiner Zeit gelebt und wir hätten heute mehr Wissen etc., dann ist das unverschämt. Dann ist das einmal Unwissen in Bezug auf die Geschichte und unverschämt, wie ich das sehe, wenn wir über die Schulen sprechen. Also das zeigt für mich einfach noch, genau wie bei den anderen Schulen, dass dahinter ja nicht nur ein Gelehrter oder nicht nur eine Generation, sondern Generationen von Gelehrten gehören, bis eine solche Schule entsteht. Alhamdulillah.
Also wir haben auch in den letzten Einheiten gesehen, beispielsweise am Beispiel der Hanafitischen Schule und der Malikitischen Schule auch. Und wir werden inshallah am Sonntag über die Schäferitische Schule sprechen. Wie die einzelnen Schulen mit äußeren Wortlauten von Ahadithen, von Aussprüchen des Propheten, Überlieferungen umgehen. Vielleicht auch zum Background für die Geschwister, warum diese Frage jedes Mal kommt. Gibt es keine anderen Themen? Ich persönlich, man kann mir widersprechen, ich finde, es gibt auch in unserer heutigen Zeit sehr viel Missverständnis in diesem Bereich, dass wir heute glauben, ich kann eine Aussage des Propheten nehmen, dann vielleicht noch übersetzt in Deutsch oder Englisch und dann glaube ich, ich habe sofort ein Urteil. So, das ist ein Riesentrugschluss, deswegen hatten wir die Frage immer gestellt. Wir haben gesehen, dass die einzelnen Schulen bestimmte Methoden haben in der Herangehensweise. Wie siehst du das in der hanbalitischen Schule? Wie geht man mit, natürlich Imam Ahmad ist Imam von Hadith, natürlich selbstverständlich, doch wie geht man mit der Thematik in der Schule um? Also ich würde nur kurz eine Frage stellen, wenn du erlaubst. Na, Ja? dann. Also ich war noch nicht fertig, ich habe noch zwei Phasen, auf die ich noch eingehen wollte. Soll ich Aywa. Frage antworten und danach die beiden Phasen machen? Ach so, Afan, entschuldige, Kein das war immer Problem. mein Fehler. Ich dachte, du hast sie zusammengefasst. Das ist Genau, mein genau. Fehler. Du hättest mich unterbrechen können. Nein, nein, alles gut. Astaghfirullah. Verzeih mir, guck, wir machen das so, ich war zu schnell, dass du die Phasen zu Ende bringst und dann auf meine Frage automatisch überleitend antwortest. Also, wir haben jetzt gerade gesagt, die letzte Phase, über die wir gesprochen haben, war At-Tajmir, ja, dass alles gesammelt wurde. Und dann gibt es eine wichtige Phase jetzt, die für uns als Leute, die heutzutage Fiqh studieren, eigentlich das Allerwichtigste ist, nämlich At-Tartib. Alle Aussagen wurden genommen und geordnet. Man muss sich das sozusagen wie eine Art Datenbank vorstellen. Man hatte die verschiedenen Daten, aber die waren lose. Das heißt, der eine Imam hat Klassifizierungen von Hadithen, hat Aussagen bezüglich Fiqh, hat Erklärungen von Fiqh, aber er hat beispielsweise nichts, was mit Koran zu tun hat. Dann gab es den nächsten, der hat was mit Koran zu tun hat, aber auch was mit Hadithen zu tun hat, auch was mit Fiqh zu tun hat, auch was mit den Überlieferungen zu tun hat. Dann ist jetzt in dieser Phase ein Gelehrter gekommen, man nennt ihn Abu Qasim al-Khiraqi. Abu Qasim al-Khiraqi, das war der wichtige Imam, der diesen Tartib gemacht hat. Der hat also aus dem Werk Al-Jami', sozusagen dieser Ansammlung, diesen 30 Bändern, diese wichtigsten Fiqh-Masail in ein Buch reingeschrieben. In ein Buch reingeschrieben, damit der Fiqh nicht mehr in diesem riesen Werk sozusagen gefangen ist, sondern er hat das rausgeholt und hat ein wichtiges Werk geschrieben, nämlich Muhtasar al-Khiraqi, was sozusagen das Fundament aller Hanbali-Fiqh-Texte darstellt. Ja? Man sieht große Hanabila, große Hanbali-Gelehrten, wie beispielsweise der Qadi Abu Ya'la, der Vater, nicht der Jüngere, haben beispielsweise dazu Erklärungen geschrieben. Oder auch Imam Ibn Qudama, sein Werk Al-Mughni ist eine Erklärung. Also Al-Mughni, ich kann es einmal kurz zeigen. Maschallah. Wir haben es hier. Das ist das Werk Al-Mughni mit dem Un Scharf. un unglaublich wichtiges Werk auch für vergleichende Fiqh-Wissenschaft. Also selbst Genau. wir als Malikiten, Ja. wenn wir vergleichenden Fiqh uns anschauen wollen, dann schauen wir in Murni. Ja, wir wissen ja, was Al-Izz bin Abdussalam über dieses Werk gesagt hat. Er sagte, ich war erst richtig imstande, Fatawa zu geben, als ich Al-Mughni und Al-Muhalla von Ibn Hazm gelesen habe. Ja, erst als ich diese beiden Werke studiert habe, war ich in der Lage, jetzt nicht, weil die anderen schlecht sind, sondern weil, wie der Bruder Mohammed das sagt, dort, es ist einfach für die vergleichende Rechtswissenschaft das beste Buch. Weil du hast so viele Meinungen, aber es ist natürlich auch ein schweres Buch. Es ist jetzt nicht, wie manche Leute denken, ich springe einfach in Al-Mughni rein und ich suche mir irgendeine Mas'ala und fange einfach an, darüber zu reden. Weil das kann zu großen Katastrophen führen, wenn wir vielleicht ein bisschen so über die Probleme unserer Rechtsschule ein bisschen sprechen, vielleicht nochmal drauf eingehen können. Schon. Also wichtig ist, ich mache mal kurz meine Kamera schick, wichtig ist die Masail, also die Anzahl an Angelegenheiten, die in dem Werk Al-Muhtasar Al-Khiraqi oder Muhtasar Al-Khiraqi besprochen wurde, waren 2300 Fiqh-Angelegenheiten, die besprochen wurden. Ja. Also es ist ein kleines Buch, es ist ein kleines Buch, es ist kein großes Buch, aber es hat Alhamdulillah die wichtigsten Fiqh-Masail, die wichtigsten ja, Dinge, die sozusagen mit der Fiqh-Lehre zu tun haben, ja, umfasst. Okay? Und die letzte Phase, über die wir sprechen müssen, ist für vor allem die späteren Hanabila sehr, sehr wichtig, deren Texte wir auch lernen, deren Texte wir auch studieren, wenn wir den Hanbali-Text oder die Hanbali-Rechtsschule lernen, nämlich At-Tarjih. Und im Tarjih
muss man sich so vorstellen. Wir haben verschiedene Aussagen beispielsweise von Imam Ahmad manchmal zu den Sahaba. Das heißt, die Sahaba haben zu einer bestimmten Sache etwas gesagt und dann gab es mehrere Aussagen von den Sahaba, dann hat automatisch Imam Ahmad auch mehrere Aussagen bezüglich dieser Angelegenheit getätigt, weil er diese Überlieferungen der Sahaba sozusagen mit in seine Rechtsschule genommen hat. Und dann kam eben diese Phase, wo die Hanabila, also die Hanbaliten, eben genau das gemacht haben. Sie haben die Rechtssprüche von Imam Ahmad selektiert und dann die stärkeren und schwächeren Aussagen voneinander getrennt. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil die Leute denken heutzutage beispielsweise, wenn ich ein altes Buch lerne, von Ghulam al-Khalal beispielsweise, ja, Zad al-Musafir, ich nehme dieses Buch und da sind alle Meinungen von Imam Ahmad und ich lese einfach dieses Buch. Das ist genau der gleiche Fehler, wie wenn jemand macht, der sich eine Nusra, ein Exemplar von Sahih Bukhari kauft und sagt, Khalas, jetzt nach diesem Sahih Bukhari werde ich jetzt mein Fiqh praktizieren. Dafür waren ja eben diese Gelehrten da. Dafür waren ja diese Gelehrten da, dass sie was gemacht haben, dass sie geguckt haben. Wir haben hier verschiedene Aussagen von Imam Ahmad. Manchmal zu einer Fiqh-Sache bis zu 6 verschiedene Aussagen. Also müssen wir sagen, welche von denen ist die authentischste? Welche von denen ist die stärkste? Und welche von denen stellt unsere Rechtsschule dar? Was ist der Mu'tamad? Was ist das, worauf die Rechtsschule ihre Fatawa aufbaut? Weil wir reden über, also ich weiß, du magst das Wort nicht, Rechtsschulen, Fiqh-Schulen, weil eine... Inshallah, ich mach nicht, weil Bruder, ich bin dein Gast hier, ich bin in deiner... Kanal, ich muss mich an deine Regeln halten. Die Fiqh-Schulen, ihr wisst ja, die Fiqh-Schulen sind ja dafür da, damit das muslimische Leben am Laufen bleibt. Wenn eine Fiqh-Schule nicht Funktionalität sozusagen darstellt und nur in der Vergangenheit lebt oder Sachen unnötig kompliziert macht, dann hat diese Fiqh-Schule keine Möglichkeit zu überleben. Und dafür waren eben diese Ulama des Tarjih, diese Tahqiq-Gelehrten, diese Gelehrten, die das verifiziert haben, da. Und die haben halt beispielsweise halt dann auch angefangen, zu den verschiedenen Texten Fußnoten zu schreiben, Erklärungen zu schreiben, weitere Fiqh-Texte zu schreiben, die neue Masail, also neue Angelegenheiten mit aufgenommen haben. Und ja, jetzt, wenn man jetzt beispielsweise sagt, die Meinung der Hanbali-Gelehrten in der heutigen Zeit im Thema XY, beispielsweise Tarawih, ja, Tarawih-Gebet, wie viel Rakaat, wie viele Gebetseinheiten beten wir im Tarawih-Gebet? Und dann sagt der Hanbali-Madhab, es sind 20 Gebetseinheiten, die man den Tarawih im Ramadan betet, dann ist das die Fatwa bzw. der Hukum, den diese Tarjih-Gelehrten, diese Verifizierer sozusagen gegeben haben. Ja, die haben sich alle Überlieferungen angeguckt und haben gesagt, das ist das, worauf die Fatwa dieser Rechtsschule ist. Ja, jetzt bezüglich deiner Frage, die du gestellt hast, bezüglich den Hadithen und wie ist der Umgang mit den Hadithen. Wenn man so einen Imam der Hadithe als seinen Imam bezeichnet, ist es ganz, ganz klar, dass die Hanabila mit Argusaugen auf jeden schauen, der über Hadithe spricht. Ja? Sie lassen nicht jeden einfach über Hadithe sprechen. Und es gibt ja die, und wir reden ja nicht nur einfach darüber, dass jemand über Hadithe spricht, wir reden ja darüber, dass jemand Istinbat, also extra Urteile aus Hadithen extrahiert. Und wir kennen ja die berühmte Aussage, wo ein Mann zu Imam Ahmad gekommen ist und ihn gefragt hat, wenn ein Mann, ich kann mich gerade nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber es waren erstmal 20.000. So kenne ich das in dieser Welt. Wenn ein Mann 20.000 Hadithe auswendig kann, darf er über Halal und Haram sprechen? Ja, er sagte nein. Er sagte, dann haben seine Schüler ihn gefragt, was ist mit einem Mann, der 50.000 Hadithe kann? Er sagte nein. Dann haben sie Imam Ahmad gefragt, was ist mit einem Mann, der 100.000 Hadithe auswendig kann mit Überlieferungskette. Wir reden nicht einfach hier, er hat die gelesen, er liest die vom Bildschirm ab oder so. 100.000 Hadithe. Was ist damit? Imam Ahmad hat was gemacht? So, mit seiner Hand so. Kommt drauf an. Was ich euch damit sagen will, ist, der Imam und auch die Schule sind, was Hadithe angeht, ja, Alhamdulillah, wir haben genug Hadith-Gelehrte in unserer Rechtsschule. Viele kennen die nicht. Einer von denen beispielsweise war Muhammad ibn Ahmed ibn Salim ibn Saleh al-Safarini, der große Hanbali-Gelehrte aus der Nähe von Nablus, auch aus Palästina.
Der war auch beispielsweise ein großer Hadith-Gelehrter, und wir haben Dutzende Hadith-Gelehrten, die allesamt, sich, wenn es um die Hadithe und die Erklärung der Hadithe geht, an die großen Hadith-Gelehrten gehalten haben. Das heißt, diese Bid'ah sozusagen, diese Erneuerung, dass man sagt, wir erklären jetzt die Hadith aus unserem Kopf und so weiter und so fort, das hat in unserer Rechtsschule keinen Platz. Und man sieht, Verzeihung, dass ich diesen Punkt noch anbringen muss, eine sehr, sehr starke Einaya, ein sehr, sehr starkes Festhalten auch an den Erklärungen von den Schafi'i-Gelehrten bezüglich des Hadith. Weil wir halt in ähnlichen Gegenden gelebt haben, Hanabila und Schafi'is, sieht man, dass sehr viele Hanabila, also vor allem Hadith-Gelehrte der Hanabila, Schafi'i-Lehrer hatten. Und deswegen halt auch Erklärungen gegeben haben, die mit dem Schafi'i-Madhab übereinstimmen. Na. Sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, dass auch so wie die Hanabila, was man erwarten kann, wie auch die anderen Schulen, dass zum Hadith auch eine Form von Fiqh kommen muss. Deswegen sprechen wir über die Fiqh-Schulen. Also zum Hadith, zur Überlieferung, muss ein gewisses Verständnis kommen, Verstehen kommen auf Basis bestimmter Regeln. Und du hast uns auch zu einem wichtigen Punkt geführt, als du erwähnt hast, dass wir beispielsweise manchmal mehrere Aussagen von Imam Ahmad überliefert haben. Und das trifft auch die anderen Imame. Warum? Weil, also meines Wissens nach müssen wir verstehen, dass die einzelnen Imame alle unterschiedliche Schüler hatten auch, die aus unterschiedlichen Regionen kamen, irgendwann zurück in die Region ging und Städte ging, aber der Imam immer noch am Leben war und immer noch Fatawa gab, etc. Deswegen kann es ganz normal sein, ganz üblich sein, dass ein Imam manchmal zur selben Frage zwei, aber unterschiedliche Urteile gegeben hat, Na. aufgrund der unterschiedlichen Zeit, neues Wissen, neue Umstände, etc. Und ähnlich wie es in der hanbalitischen Schule war, war es beispielsweise auch in der malikitischen Schule. Wir finden auch beispielsweise von Imam Malik manchmal drei unterschiedliche Aussagen zu einer Frage. Und Aufgabe seiner Schüler waren es von Imam Malik, dann zu filtern, zu schauen, was waren die letzten Aussagen von Imam Malik, was können wir wirklich Imam Malik zuschreiben, etc. Deshalb hier ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Vergleichen der Aussagen der Imam. Denn manchmal kommt auch jemand, das habe ich auch erlebt, okay, wenn es von Imam Ahmad sechs Aussagen zu der Frage, von Imam Malik drei Aussagen, dann kann ich auch auswählen, was ich will. Sorry, gar nicht. Kommt doch alles von Imam. Nein, so einfach ist das nicht. Die Schüler und die Schüler der Schüler sind gekommen, um uns sozusagen zu zeigen, okay, das ist die Fatwa, das ist der Mu'tamad und ähnlich, das unterschiedliche Terminologie, das ist die Hauptmeinung, das ist die Fatwa etc. des Imams. Und da sind wir auf diese Imame angewiesen, weil es entweder die Schüler oder die Schüler der Schüler waren. Und ich heute, weiß ich nicht, 1000 Jahre später komme, okay, es gibt mehrere Aussagen, dann kann ich mir eine aussuchen. Ich meine, so, das ist erst einmal, das zeugt nicht von Wissen, auch in der Geschichte, und auch nicht von einer gewissen Form von, ja, ich sag mal auch Ehrfurcht, bewusst Taqwa im Umgang mit dem Wissen. Wallahu alam. Wenn du erlaubst, dann würde ich die Frage stellen, wenn jemand jetzt beispielsweise die hanbalitische Schule studieren möchte, womit beginnt man am besten? Also vielleicht ein, zwei, drei Lehrtexte, so die wichtigsten, wo du sagst, okay, damit müsste man beginnen als Student. Ja. Also, man kann sich so vorstellen, wie wir es ja gerade schon gesagt haben. Also, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man einen Fiqh-Text nimmt, dass es einer der Mutakhirun ist. Ja? Das ist einer der späteren Hanabi. Weil erst in den späteren Fiqh-Texten sieht man sozusagen, was die Fatwa ist, auf der die Ä'immah, die Gelehrten der Rechtsschule, ihre Rechtssprüche gebaut haben. Und ein wichtiger, wichtiger Text ist unter anderem Dalilu Talib. Ja? Dalilu Talib. Geschrieben von dem großen Hanbali-Gelehrten, auch aus dem heutigen Palästina. Nicht, dass ihr denkt, ich mache hier irgendwelche Palästinenser-Werbung oder so, aber das ist halt Zufall, dass halt viele da immer aus dem heutigen Palästin kommen. Mar'i ibn Yusuf al-Karmi, das ist ein sehr, sehr großer, wichtiger Hanbali-Gelehrter gewesen, der dieses Buch Dalilu Talib geschrieben hat. Und wenn wir das Buch uns angucken, wir inshallah gleich, nachdem ich diese drei Texte erwähnt habe, eine kleine Faida, einen kleinen nützlichen Punkt, vielleicht einen geistreichen Punkt mal miteinander besprechen können, wenn du möchtest, wenn du es erlaubst.
Sehr gern. Also der erste Punkt ist halt, der erste Matin ist, also der erste Text, Lehrtext ist Delilu Talib. Das Besondere bei Delilu Talib ist, dass dieses Werk als eine Zusammenfassung von dem Werk Muntaha al-Iradat bezeichnet wird. Ja, so sagt er das indirekt selber in der Einführung des Textes, dass es eine Zusammenfassung von dem Werk Muntaha al-Iradat ist. Aber ich werde vielleicht gleich nochmal darüber sprechen, wenn ich über die drei verschiedenen Tabakat, über drei verschiedenen Gruppen oder drei verschiedenen, wie sagt man das, Tabakat, hilf mir bitte, was würdest du sagen? Meinst du in Bezug auf Sulam Ta'alim, also diese Schritte, Etappen? Nein, nein. Oder? Auf Lehrer. Wir haben drei Tabakat. Ach so. Also. Ja, die unterschiedlichen, Generation. Schon Generation. Generation, ja. Schon eine Art von Generation. Na, okay. Ja, dann vergnügen wir uns damit. Also, dann sehen wir halt, inshallah, wenn wir uns gleich die verschiedenen Tabakat, die verschiedenen Generationen nochmal angucken, was dieser Wert von diesem Text ist. Aber halt Delilu Talib, sehr, sehr wichtiger Text. Und man kann diesen Text, Alhamdulillah, auch sehr, sehr gut lernen und sehr, sehr leicht lernen. Also wir werden vielleicht nochmal am Ende, wenn es so eine Fragerunde gibt, über Ressourcen sprechen. Weil ich denke, es ist auch immer wichtig, dass man den Leuten Ressourcen an die Hand gibt, wenn jetzt jemand den Madhab lernen möchte, dass man ihnen sagt, wo kannst du das machen? Ja, bei wem kannst du diesen Madhab lernen? Weil es nützt mir nichts, wenn ich euch jetzt sozusagen Honig ums Maul schmiere und euch hungrig mache und euch dann einfach wie eine heiße Kartoffel fallen lasse. Sondern ich muss euch auch, inshallah, den Badil, die Alternative zeigen. Der zweite Text ist, wa Allahu alam, da gibt es keine feste Reihenfolge, aber das ist das halt, was die Ulama erwähnt haben, ist Akhsar al-Muhtasarat. Akhsar al-Muhtasarat ist vor allem deswegen wichtig, weil Akhsar al-Muhtasarat, man sagt, er lässt fast keine Mas'ala aus. Also es gibt fast keine Angelegenheit, die in Akhsar al-Muhtasarat erwähnt wird. Ja, also alles, dort wird wirklich alles erwähnt. Und ich persönlich habe auch Akhsar al-Muhtasarat gelernt, auch mit dem Sharah dazu. Und ich kann wirklich sagen, es wird, wenn man nur diesen Text, nur diesen Matin, ich kann ihn euch kurz zeigen. Wenn man nur diesen Matin lernt, es ist ein sehr, sehr kleines Buch. Also ihr seht, ich zeige euch ein Beispiel. So, wenn man sich beispielsweise das anguckt, man sieht, es ist ohne Hadithe, ohne Verse vom Koran, sondern es geht nur um die Ahkam. Dieses Buch, wenn man dieses Buch lernt, yani wallahu alam, man hat eigentlich 90% bis 95% der Fragen, die einem im täglichen Leben sozusagen vorkommen, hat man eigentlich geklärt. Und Ibn Balban, der Autor war von Akhsar al-Muhtasarat, ist ein Hanbali-Gelehrte aus dem heutigen Libanon, aus dem heutigen Baalbek, ja, was vielleicht die ein oder andere von euch kennen. Und das sind so die zwei wichtigsten. Danach gibt es Meinungsverschiedenheiten, was jemand lernen sollte. Manche sagten Zad al-Mustaqna, ja, Zad al-Mustaqna. Und manche, also das wurde von Imam al-Hajjawi geschrieben. Und manche haben gesagt, nein, es gibt andere Werke, auf diese Stand der Mubtadi beziehen sollte. Beispielsweise Bulugh al-Qasid. Bulugh al-Qasid ist auch von einem der Gelehrten aus Baalbek geschrieben worden, ist auch ein sehr, sehr kurzer Matin, aber der sich nur auf den Qism, also nur auf den Typ der Ibadat, also der gottesdienstlichen Handlungen beschränkt. Also er redet nicht über beispielsweise Heirats- und Scheidungsrecht, er redet nicht über beispielsweise Erbrecht, er redet auch nicht über Strafsystem und natürlich auch nicht über Sachen, die jetzt beispielsweise mit, was habe ich gesagt? Genau, also er redet nur über Ibadat. Und er redet nicht über Heirats- und Scheidungsrecht, nicht über Finanzsystem und nicht über Strafsystem. Genau, über die Sachen redet er nicht. Ja, deswegen. Aber das sind erstmal die ersten beiden. Wenn man die beiden durchgegangen ist, Dalilu Talib und Akhsar al-Muhtasarat, mit einer guten Erklärung, wo es auch alhamdulillah viele Lehrer gibt, die das mittlerweile erklären, auch auf Englisch, also nicht nur auf Arabisch, hat man alhamdulillah eigentlich schon genug. Ja, da hat man wirklich genug zu tun. Kannst du vielleicht sagen, vielleicht passend dazu, Zuschauer, die Interesse haben, wo kann man beispielsweise eine gute englische Erläuterung, für viele können wahrscheinlich nicht erwarten, eine gute englische Erläuterung, wo finde ich die beispielsweise? Also es gibt einen sehr, 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 sehr aktiven Sheikh, der auch in der Azhar studiert hat. Sein Name ist Sheikh Yusuf und der macht diese Madrasa al-Hanbaliya sozusagen, so heißt diese Seite von ihm. Und ich bin auch mit Brüdern sozusagen, oder ich kenne die Brüder schon seit vielen Jahren, die oder seit einigen Jahren,
die halt dort bei ihm regelmäßig lernen und die auch, weil er halt ein direkter Schüler des Sheikh Ahmed Sayyid ist, der ein sehr, sehr wichtiger Sheikh in der Azhar ist, mit ihm sozusagen im ständigen Kontakt sind und der Sheikh spricht perfekt Englisch. Also er spricht fließend Englisch, lehrt die Leute auf Englisch die kompletten Texte und macht auch mit ihnen komplett die Fragerunden auf Englisch. Und ja, das ist also ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt. Ansonsten gibt es jetzt eine Übersetzung, die von einem, ich glaube, es ist ein Oxford-Student, der eine Übersetzung auf Englisch gemacht hat von dem Teil der gottesdienstlichen Handlung von Dalil al-Talib übersetzt hat. Der hat das komplett übersetzt. Wallahu alam, das müsste es eigentlich auf Amazon geben, wenn ich mich nicht recht irre. Und so wie ein Schüler mir von der Sheikh Yusuf gesagt hat, wird auch bald ein Buch bezüglich den Usul, also den Fundamenten der Hanbali-Rechtsschule bald inshallah ta'ala rauskommen. Aber noch top secret, ja. Inshallah. Haben wir gleich ein paar Insider-Infos hier. Ich glaube, es gibt auch Übersetzungen von Musa, vom Sheikh Musa Förber. Weiß nicht, ob du die Übersetzung, da gibt es, da kann ich nicht sagen, ich habe die Übersetzung nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber es gibt wohl. Ich weiß nur, dass es die gibt, aber ich habe die nie gelesen. Ich weiß nur, dass der Sheikh, Mashallah, sehr, sehr viel übersetzt, aber ich habe die selber nicht gelesen. Na, dann verständlich. Ehrlich gesagt, ich kenne mich auch mit der englischen Literatur nicht immer so gut aus, weil wenn wir die Texte im Original studieren, dann hat man meistens wenig Zeit, nochmal das Englisch zu schauen. Und gibt es im Deutschen was? Weißt du da was? Oder ist da was in Arbeit vielleicht? Also in Arbeit ist etwas. In Arbeit ist das was. Also der Bruder Abu Hajar und ich, wir haben Alhamdulillah, also ich kann es euch zeigen, eigentlich, ihr seid ja sowieso wie eine, wir sind ja wie eine Gruppe. Ich muss das mal kurz rausholen. Also wir haben dieses Buch hier. Und dieses Buch habe ich übersetzt vor circa 2 Jahren ungefähr. Und dieses Buch jetzt wird als Korrektur gelesen. Und das ist die Erklärung von Akhsar al-Muhtasarat, Kashf al-Muhadarat. Okay? Mashallah. Und ja, also, das ist inshallah, was in Arbeit ist, aber es soll wahrscheinlich Ende des Jahres vielleicht rauskommen, weil ihr seht, das ist ein Riesenbuch. Also es sind über 1200 Seiten, ja. Mashallah, Muhammad Barik, möge Allah ta'ala segnen und uns nutzen, darauf gehen lassen. Vielen Dank. Mashallah. Subhanallah. Viel Informationen. Ich überlege gerade, wie wäre es dir lieber, dass wir weitermachen? Hast du einen wichtigen, also ich hätte jetzt sowas wie, okay, was sind aktuelle Herausforderungen, was sind Probleme der Schule heute, wie wird sie vielleicht eventuell missbraucht, also vielleicht, dass wir auf den Punkt eingehen, wenn es dir recht ist, wenn du nicht noch andere Dinge hast, vielleicht. Nein, eigentlich, also ich denke, alles Weitere, wie du ja auch schon angekündigt hast, wir werden ja vielleicht inshallah ta'ala diesen Hanbali-Kurs machen, auch, ne? Inshallah, ja. Vielleicht die Leute, die dann interessiert sind, dass man halt dann mit denen nochmal wirklich mehr in die Details reingeht, weil ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen. Also wir könnten noch drei Minuten reden, aber wozu? Also ich meine... Nein, das würde den Rahmen springen. Jetzt auch, ich sehe manchmal auch in den letzten Streams, die Geschwister stellen dann konkrete Fragen. Auch einmal, liebe Geschwister, das ist keine Fatwa-Show hier. Also wir sitzen nicht hier, um irgendwie Fatwa zu geben, das ist sehr wichtig. Ich weiß noch, einer unserer Mashaikh im Unterricht, dann kamen die Leute mit ihren Fragen und wir haben auch nicht mal die Grundlagen gelernt und hat gesagt, einfach haltet euren Mund, so, das ist keine Fatwa-Show. Also ich sage das nicht zu euch, liebe Geschwister, verzeiht mir, aber hier können wir nicht auf diese Dinge eingehen, weil das einfach den Rahmen sprengen würde und es jetzt hier auch nicht darum geht. Wir wollen uns einen Überblick verschaffen, eine Einführung. Dann gehe ich vielleicht konkret über, und zwar vielleicht der Punkt, und du kannst das dann auch auf anderen Ebenen weiter ausführen, was sind heutige Herausforderungen der Hanbalitischen Schule aus deiner Sicht? Das ist eine Riesenfrage, ja. Allein, ich glaube, allein über diese Frage könnten wir einen Livestream machen. ein wichtiges Problem ist, oder ein großes Problem unserer Rechtsschule ist, wie ihr es ja selber wisst, dass diese Rechtsschule sozusagen vom Aussterben bedroht ist, ja, in ihrer orthodoxen, natürlichen Form. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Hanbali-Rechtsschule niemals in der islamischen Geschichte, natürlich außer jetzt in Saudi-Arabien, die Staats- oder die, ja, sozusagen die Hauptrechtsschule war, nach der die Staatsvertrauer gegeben wurden. Und deswegen sieht man in der Vergangenheit, dass viele Lehrzentren, die es in der islamischen Geschichte gab, beispielsweise in Ägypten, beispielsweise in Syrien, beispielsweise natürlich auch in Nordafrika und in anderen Plätzen,
auch in Zentralasien zum Beispiel, niemals die Hanbali-Rechtsschule, das ist, was Ibn al-Jawzi, der große Hanbali, überliefert, niemals die Hanabila sozusagen hochgehoben wurden. Und ein weiteres Problem ist, was auch heutzutage immer noch besteht, dass die Hanabila sich gegenseitig sozusagen bekriegen, ja, gegenseitig fertig machen. Es gibt eine lustige Aussage von Ibn al-Jawzi diesbezüglich. Abdurrahman Abul Farj Ibn al-Jawzi, den viele von euch kennen, der hat dieses Buch Talbis Iblis zum Beispiel geschrieben und viele tausende andere Bücher. Er sagte, wenn ich ein Schafi'i gewesen wäre, hätten die Leute meine Füße gewaschen und dieses Wasser, mit dem sie meine Füße gewaschen haben, getrunken, ja, weil sie mich so sehr geehrt hätten. Aber weil ich ein Hanbali bin, was machen sie? Sie sprechen auf mich Tekfir, sie machen mich auf mich Tekfir und, und. Das ist das Problem bei uns. Das Problem ist bei uns, was heißt Problem? Ja? Das ist Alhamdulillah unsere Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir auf der einen Seite gewaltige Awliya haben. Wir haben gewaltige Awliya Allahs in unserem Madhab, beispielsweise Abdul Qadir al-Jailani, den viele kennen, auch die. Ja, Hausnummer für sich, es reicht schon aus, Subhanallah. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, warum ist Abdul Qadir al-Jailani überhaupt Hanbali geworden? Er ist nur, er war eigentlich Schafi'ite, das müssen viele von euch wissen. Er ist Hanbali geworden, um den Hanbali-Madhab zu verteidigen, weil er in einem Traum geträumt hat, dass er diesen Madhab von Imam Ahlus-Sunnah, Imam Ahmed, verteidigen muss. Und diese Probleme, die sind bei uns sozusagen heutzutage immer noch. Wir hatten damals das große Problem mit dem Tajassim, dass es viele Hanabila gab, die sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala vermenschlicht haben in seinen Eigenschaften. Aber bitte, bitte lass mich nicht zu sehr darauf eingehen, weil jetzt noch über Tafwid und so weiter zu sprechen, ich glaube, das ist Genau. wirklich ein. Wird den Rahmen ein bisschen sprengen. Auch, Genau. aber wir werden inshallah, also ich werde es noch rechtzeitig ankündigen. Wenn alles klappt, inshallah, ist in nächste oder übernächste Woche. Kommt ein Ustadh und wir werden über Aqida-Schulen sprechen. Und also hier geht, da wird es nicht darum gehen, um irgendjemanden auszuschließen, sondern okay, Ahlus Sunnah, was für eine Vielfalt haben wir dort, was ist überhaupt eine Aqida-Schule, etc. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Wir sind erstmal bei Fiqh. Genau. Also ich habe manchmal das Gefühl heute, dass, also weil du hast sehr wichtig angesprochen, dass die Schule am Aussterben bedroht ist, trotz natürlich, das mindert nicht ihren Stellenwert in unserer Tradition und nicht ihre Gewaltigkeit. Doch trotzdem, also habe ich trotzdem ein Gefühl, ich weiß nicht, also ich kann mich irren, aber vielleicht im letzten Jahrzehnt oder ähnliches, dass trotzdem viele versucht haben, sich dem Hanbali-Madhab zuzuschreiben. Kannst du das erklären? Also jemand, der heute kommt und sagt, ich bin Hanbali, kann man dem so komplett sofort vertrauen? Beispielsweise, ich kann mich erinnern, dass ich Freunde habe, die auch in Saudi-Arabien Hanbali-Fiqh-Werke studiert haben, aber am Ende festgestellt haben, dass es nicht Hanbali-Fiqh war, etc. Kannst du was dazu sagen? Vielleicht. Wir müssen uns so vorstellen. In der Regel ist es so in Saudi-Arabien, dass wenn, und das wissen vielleicht viele, viele Geschwister nicht, der Sheikh Wahbad Zuhaili hat darüber gesprochen, der große syrische Fiqh-Gelehrte, in einem seiner Werke, als er auch über den Hanbali-Madhab geschrieben hat, dass in Saudi-Arabien es bestimmte Werke gibt, die sozusagen als Grundlage für Fatawa genutzt werden. Okay? Das ist die Theorie. Die Theorie, ja, wir reden jetzt über die Theorie. Eines davon ist hier, das Buch hinter mir, Al-Furu'. Das Buch zählt unter anderem als die Grundlage für beispielsweise Erb- und Scheidungsrecht in Saudi-Arabien, dass dieses Buch halt als Grundlage genommen wird. Aber in der Praxis wird häufig das mit dem Madhab gemacht, was wir auch das letzte Mal, als wir zu dritt waren mit dem Bruder Abu Hajar, worüber wir gesprochen haben, dass gesagt wird, ja, die Hanabila sagen zwar das und das, beispielsweise das Jum'a-Gebet ist erst mit 40 ansässigen Personen, die in diesem Ort wohnhaft sind, gültig, aber die Beweise sind schwach, also weg. Also ist das nicht mehr die Meinung des Madhab, sondern wir machen die neue Meinung des Madhab, dass nach den authentischen Hadithen, die es in Bukhari und Muslim gibt und so weiter und so fort, es auch ohne 40 Leute gültig ist. Genau das Gleiche mit der Anzahl von Raka'at von Tarawih. Ja, die Leute wissen nicht, dass diese Überlieferung von Abdullah ibn Abbas überliefert wurde. Na, es gibt Leute, die gesagt haben, dass diese Überlieferung schwach ist. Aber hier kommen dann beispielsweise diese Leute, und ich will das nicht nur auf ein Land beziehen, weil das gibt es auch in anderen Ländern, nicht nur Saudi-Arabien, dass die Leute denken, ich mache hier Saudi-Arabien-Bashing oder so. Sehr, sehr viel Familie, die dort lebt. Aber ich bin kein Saudi jetzt, nicht, dass ihr denkt, ich komme aus Saudi-Arabien. Ja? Aber ich habe halt viel Familie, die da lebt.
wo ich sehe, dass diese Leute den Madhab falsch verstanden haben. Sie haben es sozusagen wie eine Art Trainingsplatz verstanden. Ja, wir gehen einfach rein und wir gucken mal, was alles falsch ist und nehmen alles auseinander. Aber wir haben doch schon gerade erwähnt, die Zeit des Tarjih, der Verifikation, ist doch schon vorbei. Das haben doch schon unsere. Warum kommt jetzt jemand heute im Jahr 2000, sagen wir 2010 oder 2011 oder was weiß ich, und sagt, ja, wir lernen nochmal Muhtasar al-Khiraqi. Wir fangen nochmal mit dem ersten Hanbali-Text an. Das muss das Authentischste sein. Die anderen haben alles falsch verstanden. Oder? Das ist doch Quatsch. Du lügst dir doch gerade selber in die Tasche. Dann willst du sagen, diese ganzen Immer, die diese Jahrhunderte dazwischen standen und das überliefert haben, mit ihrem Sanad, also mit ihrer Überlieferungskette, nicht wie du und ich, die jetzt beispielsweise einfach hier dieses Buch in der Hand haben, lesen und sagen, Khalas, jetzt wir reden über Fiqh, sondern das waren Leute, die haben von Mund zu Mund gelernt. Da gibt es halt viele in unserer heutigen Zeit, wie gesagt, nicht auf ein Land bezogen, es ist länderübergreifendes Problem, dass sie halt denken, die Rechtsschule ist so eine Art Trainingsplatz, wo sie sich austoben können und mal gucken, was es alles Unauthentisches gibt und einfach zerreißen können. Und es gibt eine Aussage von einer Person, die ich nicht gerne nennen möchte, dessen Bücher sehr, sehr viel Fitna angerichtet haben, ohne auf den Namen einzugehen, der beispielsweise in seinen Erklärungen sagt, das meiste, was in den Hauptwerken der Hanabila steht, geht gegen den Koran, geht gegen die Sunna und geht gegen den Madhab von Imam Ahmad. Das ist das Problem. Ja, wenn man mit so einer Akribie, mit so einem Verstand, mit so einer Mentalität an das Lernen von Fiqh rangeht, nach dem Motto, ah, finde den Fehler, dann, Bruder, dann, Das wäre was so. erwartest du nicht? Barklaufik, danke für diesen wichtigen Punkt. Also ich kenne das auch aus der melekitischen Schule. Es gibt zum Beispiel allgemein, also dieses Aufkommen von, was auf der einen Seite gut ist, das Problem ist, es müssen die richtigen Leute machen. Dieses von, okay, Fiqh mit Dalil, also Fiqh mit Beweis. Wir nehmen jetzt die einfachen Lehrtexte, vielleicht Dalil Talib bei den Hanbaliten oder bei den Malikiten kommen Metzed Ma'ashir. Okay, wir gehen das einmal durch und suchen die Belege, Herleitung. Wenn das die richtige Person macht, ist das kein Problem. Das Problem ist, was geschieht ist, dass das jemand macht und den Rahmen, wie du gesagt hast, es wird zum Spielplatz auch. Also es geht nicht mehr um den Madhab, sondern es geht um die persönliche Meinung. Also ich würde sagen, Genau. wenn die Person, die das macht, ganz ehrlich sagt, guck mal, das ist meine Meinung, dann hätte man vielleicht weniger Probleme, dann hätte man eine Basis, dann diskutiert man, dann schaut man, was ist seine Meinung und was sind die anderen Meinungen. Aber das Problem wird es dann, wenn jemand dann sagt, das ist die malikitische Position, das ist die hanbalitische Position, Ja. etc. Weil wie du gesagt hast, was die malikitische Position ist, was die hanbalitische Position ist, das wurde über die Jahrhunderte schon geprüft. Wenn du heute kommst und sagst, ich habe eine andere Meinung, tamam, kein Problem, dann musst du das verteidigen. Aber dass du sagst, dies wäre die Meinung von Imam Ahmed, das ist das Problem. Also Ja. das ist ein Riesenproblem. Du betrügst nicht nur dich, du betrügst auch die anderen Leute. Ja. Leider. Und ich habe Wenn ich eine Sache noch sagen darf, natürlich. glaube ich, essentiell dieser Punkt jetzt für die Brüder und Schwestern, das einmal zu hören. Man darf nicht denken, dass die Leute in den kurzen Fiqh-Büchern beispielsweise keine Beweise vom Koran und der Sunna erwähnt haben, weil sie keine Beweise haben. Sondern es geht um etwas anderes. Diese Leute waren Genies. Diese Leute haben einen Kopf gehabt und haben 100% mal besser verstanden, wie man lernt, als wir. Weil diese Leute wissen, wenn jemand anfängt, Fiqh zu lernen, und wir haben gerade gesagt, in Muhtasar al-Khiraqi, in diesem ganz kleinen Fiqh-Buch, sind 2300 Angelegenheiten. Wenn ich diese 2300 Angelegenheiten lerne und richtig beherrsche und die verschiedenen Urteile diesbezüglich kenne, dann kann ich in der zweiten Stufe mich mit der ein oder anderen Mas'ala auseinandersetzen, was der Beweis ist. Genau das Gleiche hat Imam al-Ghazali gemacht und nach ihm Ibn Qudama. Wir sehen, Ibn Qudama hat vier wichtige Fiqh-Bücher, ja, wenn wir es so betrachten wollen. Und wenn wir einmal genau überlegen, Imam Ibn Qudama hat nicht sofort Al-Mughni geschrieben. Ja, hat gesagt, hier ist Al-Mughni, lest jetzt und guckt selber, wie ihr die Beweise versteht. Sondern sein erstes Buch war was? Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh, derjenige, der das liest, findet fast gar keine Beweise da drin. Fast gar keine Ayat, gar keine Hadithe, sondern nur Haram, Halal, Wajib, Makruh, Mubah, fertig. Und dann hat er ein anderes Buch geschrieben, wo er ein bisschen mehr Beweise mit reinfließen hat lassen in den wichtigsten Angelegenheiten, nämlich Al-Muqni'. Al-Muqni',
ist ein Buch auch von Ibn Qudama, wo er dann langsam bei den wichtigsten Angelegenheiten hier und da den einen oder anderen Beweis erwähnt. Und dann ist er eine Stufe höher gegangen zu seinem Werk Al-Kafi, was auch hier hinter mir ist. Hier, ich muss gerade gucken, das ist alles spiegelverkehrt. Genau hier. Hier ist das Werk Ja, Al-Kafi. warte, ich würde. Erzähl weiter noch. Wo er dann beispielsweise auch schon mehr Masail mit Beweisen aus dem Koran, aus der Sunna, aus Aussagen von Sahabe belegt hat. Und dann das vierte Buch Al-Mughni, was ich euch gerade gezeigt habe, wo er bei jeder Gelegenheit, Aywa, du hast den Ich anderen glaube, Druck. Genau. jemand wollte mit mir Dauer machen, er hat es mir geschenkt. Ah, Deswegen. so, wollte dich kanalisieren sozusagen, ja? Genau, ja. Ah, Bruder, ne? Bleib Malikite, bleib Malikite. Alhamdulillah. Ja, und das ist die Sache. Das ist die Sache. Also, warum ich das sage, ist, wie du gesagt hast, ist kein Labor, wo man irgendetwas versucht, sondern es ist eine Sache. Und unsere Ämmer haben, Alhamdulillah, für alles, was sie sagen, ihre Beweise, weil sie sind keine Fussaq, sie sind keine Frevler, die über Allahs Religion ohne Beweise sprechen. Das machen Leute, Genau. die keine Frömmigkeit haben. Und derjenige, der denkt, dass seine Lehrer im Islam so eine Eigenschaft haben, dieser Person kann ich sowieso nicht helfen. Weil er denkt, seine Lehrer über die Religion lügen. Ja, das hat sowieso keinen Sinn. Barakallahu, sag noch Khairan. Danke für diese wichtigen Worte. Auch für uns einfach als ist einfach zu wichtig zu verstehen als Insight, dass diese Lehrtexte und wie wir sie studieren, schrittweise, dass dahinter ein System steckt. Und Subhanallah, ich meine, jeder von uns merkt, dass wenn man schrittweise lernt, wie sich das Wissen auch schrittweise formt, wie die Bescheidenheit kommt und man sich immer mehr bewusst wird, eigentlich weiß man nichts. Ja. Also Subhanallah, ich kann mich erinnern, auch als Student am Anfang, ich meine, uns allen ging es, das erste Fiqh, was wir studiert haben, Sheikh, was ist der Delil? Sheikh, was ist der Delil? Sheikh, was ist der Beweis? Und so weiter. Glaub mir, manchmal bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich persönlich als kleiner Student sage, ich will den Delil nicht wissen. Ich will nicht noch mehr verwirrt werden. Also ich weiß, also wenn man langsam versteht, was steckt dahinter, dann sage ich, okay, ich will erstmal das verstehen, bevor ich zum nächsten komme. So, aber vorher kommen wir halt aufgrund unserer, ja, weil wir das leider auch nicht gelernt haben. Man ist nicht immer, also ich möchte nicht jetzt, wir wollen jetzt nicht jeden vor den Kopf stoßen. Es ist einfach so, die Kontexte, in denen wir leben, bringen uns das leider nicht mehr so weit. Das muss man auch sagen. Man weiß es einfach nicht besser, leider oft. Ja, inshallah khair. Ansonsten, also, Achi Firas, Barklofik. Ich habe es sehr genossen, wirklich. Und ich denke, wir könnten noch wirklich sehr, sehr lange darüber sprechen. Ich möchte dir aber auf jeden Fall das Schlusswort geben. Also, es sei denn, du hast noch wirklich ein paar Punkte, dann tafadal, sehr gerne. Ich mache Ansonsten, ein Schlusswort. inshallah. Inshallah, tamam. Ich denke, dann brechen wir das. Also, was heißt, dann brechen wir ab, dann hören wir auf, weil dann reicht das Inshallah. auch. Für Inshallah. weitere Fragen gibt es ja noch für Allah genug Zeit. Also, was ich halt sehr, sehr wichtig sagen wollte, und ich habe das mit einem Bruder besprochen, der mir sehr, sehr am Herzen liegt und den auch vielleicht viele von euch kennen, der auch sehr aktiv ist, mashallah. Und wir haben darüber gesprochen, diese Reihe soll ja auch dazu beitragen, dass wir eine Alternative den Menschen präsentieren. Eine Alternative zu problematischem Verständnis über den Dien, problematisches Verständnis, wie man sozusagen mit dem Koran und mit den Hadithen vom Propheten a.s. umgeht, und ein problematisches Verständnis, wie man diese Religion überhaupt lernt. Eine wichtige Sache, die diesen Konterpart sozusagen, diese schlechtere Alternative, über die wir sprechen oder indirekt sprechen, groß gemacht hat, war vor allem das Emotionale. Viele Leute sind auf diese Schiene gegangen, weil sie eine starke emotionale Brüderlichkeit und Zusammenhalt dort erfahren haben. Und es war nicht in erster Linie das Wissen und die Adilla und die verschiedenen Aussagen der Gelehrten, die jemanden interessiert haben, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Sondern es war sehr häufig so, dass die Leute was interessiert hat, wo sind meine Freunde, wo finde ich immer eine Jamaa, mit denen ich Fußball spielen gehen kann, wo gibt es Aktivitäten etc. pp. Deswegen, worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass man versteht, dieser Madhab oder die Madhahib, die Rechtsschulen zu verbreiten, geht auch immer mit Brüderlichkeit einher, mit einem weiten, geweiteten Herz einher, dass man die Leute mit Liebe empfängt, dass man zu den Leuten geht. Und auch wenn sie eine andere Meinung haben als man selbst, dass man sie liebt. Weil im Endeffekt, wir sind nicht nur eine Umma, sondern wir sind nur noch, ja, leider, das ist eine traurige Sache, wir sind sehr, sehr wenige Leute, die überhaupt praktizieren. Dass man dann noch diese paar praktizierenden Leute, die noch gegeneinander sozusagen vorgehen, diese wenigen praktizierenden,
Wallahu alam, ich finde, das ist nicht in der heutigen Zeit passend. Natürlich soll man keine Kompromisse machen und lügen und irgendwas verfälschen, aber es geht darum, dass das Herz, inshallah, immer weit ist. Ja, immer weit und immer locker und immer mit Liebe gefüllt und fertig. Und das war's von meiner Seite. Vielen Dank und Allah hat euch reichlich belohnt. Dieses wichtige Schlusswort und diese Ermahnung auch. Also ich würde, ich weiß nicht, wie du das möchtest. Wollen wir noch ein paar Fragen zulassen oder wollen wir einfach abschließen? Wie gesagt, wenn Fragen, dann bitte keine Zirk-Fragen und keine Tor-Fragen, Geschwister. Also ich würde das, kommt drauf an, wie dein Datenvolumen mitmacht. Bismillah, lass mich. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht gerade, aber dann, also wir können. Khalas, bin Jarab Hazna einfach, bin Jarab Hazna Inshallah, taib, Bismillah. Dann, wenn ihr noch Fragen habt, liebe Geschwister, zur Hanbali-Schule und Bruder Firas, dann sehr gerne, dann habt ihr jetzt Zeit, kurz halten und wie gesagt, ja, keine Fatwa-Fragen rausholen, die wahrscheinlich jetzt auch noch länger Zeit brauchen. Wenn wir reden, dann schreiben alle und wenn du sagst Fragen, ja, dann schreibt keiner. Ja, das ist richtig. Ich guck, vielleicht irgendwelche Fragen, ich scroll mal ein bisschen nach oben. Ja, inshallah. Ach, ja, Rabb. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Ach. Ja, hier haben welche über Hanafi gefragt. Oh, subhanallah. Warum mochte Ibn Hanbal al-Muhasibi nicht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine Frage, die hat auch mit einem Ijtihad von Imam Ahmad zu tun. Ja, dass er zu einer bestimmten Zeit, wo dieses Thema groß war, wo diese Mu'tazila groß geworden sind und gesagt haben, der Koran ist erschaffen und es sozusagen die Mainstream-Meinung im Islamischen Reich war, dass Imam Ahmad gesagt hat, derjenige, der über dieses Thema mit diesen Leuten debattiert, ist auch ein Muqtadi'. Aber es gibt Leute, es gibt beispielsweise Gelehrten, auch vor allem aus dem Maliki-Madhab, beispielsweise Sidi Ahmad Zarruq, den du ja gut kennst, Bruder Muhammad, der beispielsweise sagte, Imam Ahmed machte das nicht, weil er tatsächlich auf ihn Taqdir machte, sondern, wie wir es gerade erwähnt haben, weil er ein Asl von seinem Usul praktiziert hat, nämlich Saddu al-Dari'a. Er hat die Wege, die zum Übel führen können, geschlossen. Und es war sein persönlicher Ijtihad, seine persönliche Meinung, dass man mit diesen Mu'tazilern nicht diskutieren soll. Andere immer haben andere Meinungen gehabt. Und das ist auch richtig. Man kann hier nicht sagen, Imam Ahmed war richtig und die anderen waren falsch. Oder die waren falsch und er war richtig. Nein. Es waren zwei Mujtahid-Gelehrte auf dem gleichen Level und jeder hat sein Ijtihad getroffen und beide sind inshallah ta'ala richtig. Was hat Imam Ahmed ibn Hanbal zu der Vermenschlichung der Verse gesagt? Du meinst, Allah, die Frage ist mich ein bisschen schwer einzuordnen. Denn ich will jetzt nicht so viel verslackert machen und da selber rein interpretieren. Ich gucke mal die nächste Frage. Würde man sagen können, dass Schäfi-Schule viele Parallelen hat? Ja, natürlich. Die Schäfi-Schule hat viele Parallelen. Beziehungsweise wir haben viele Parallelen zur Schäfi-Schule. Ja, wir müssen ja natürlich immer den Tartib, die Reihenfolge ehren. Und wir wissen, die Schäfi'iten sind, wa Allahu alam, mit der gewaltigste Madhab, den Ahl-Sunnah und Jama'ah hervorgebracht hat, vor allem was Usul angeht, vor allem was Hadith-Gelehrsamkeit angeht. Yani, wir sind, alhamdulillah, stolz darauf, unserer Nähe. Und man sieht, also unsere Gelehrten auch, wie den Gelehrten, den ich schon erwähnt habe, wie Imam Safarini, die in ihren Werken sehr, sehr viel von Schafi-Gelehrten zitieren. Von Imam al-Nawawi, Imam al-Ghazali, Imam al-Rafi'i und. Also keine Adawa, keine Feindschaft zwischen uns. Welche Aqida hatte Imam Ahmad oder kommt das noch an einem? Wie gesagt, das Aqida ist nicht unser Thema, weil das wird wirklich im Rahmen springen. Oder Mohammed, was sagst du? Tafadhal, wenn du kannst zu allem was sagen, was du möchtest, wirklich. Allah, also, Bruder, ehrlich, ich mache das lieber nur mit Leuten, so beispielsweise über Zoom, weil wenn es Fehlverständnisse gibt, dann kann man das direkt vor Ort. Alles okay, dann lassen wir das. Versuchen wir, also wie gesagt, mein Wunsch. Eine Sache hinzugefügt bezüglich dem Bruder, der glaube ich was meinte wegen der Vermenschung, ob man Ta'wil machen soll. Also es ist grundsätzlich so, ich kann das kurz anschneiden, ist jetzt auch ein Aqida-Thema, aber nur einfach als Grundregel bei den Hanabila ist es so, dass man bezüglich den
Sifat, den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, keinen Ta'wil macht. Es gibt bei uns keinen Ta'wil, sondern nur den Tafwid. Es gibt einige wenige immer aus unserem Madhab, wie Ibn al-Jawzi, die den Ta'wil gemacht haben, aber auch nur, auch weil sie sich auf den Asl von Imam Ahmad gestützt haben, nämlich Sadd al-Dhara'i, weil sie die Wege zum Übel des Tashbih, yani zum Tashbih, dass die Menschen sozusagen aus den Versen Allah vermenschlichen, dass sie das daraus verstehen, oder auch At-Ta'til, dass sie sozusagen die Verse gar nicht sozusagen gültig, oder man kann die gar nicht ungültig machen, vielleicht. Genau. Ja. Und das gibt es. Also, die Frage hat Imam Sifadini gesagt, dass Abdul Wahhab irregeleitet ist. Er hat eine Fatwa-Sammlung dazu. Also es gibt einige Fatwa von ihm diesbezüglich, aber das ist ein anderes Thema, inshallah. Er sagt jetzt wieder, Achi, meinte die Verse, womit manche Leute Allah vermenschen, aber falls die Frage unpassend ist, dann nicht schlimm. Also natürlich, alle Schulen, von alle Aqidah-Schulen, der drei Aqidah-Schulen von Ahlus Sunnah wa Jama'a, lehnen den Tashbih, die Vermenschung von Allah subhanahu wa ta'ala ab. Und dass das Kufr ist, wenn man das tut. Heißt nicht sofort, dass jeder, der das macht, direkt Kafir ist. Ne? Darum geht es nicht. Aber es ist Kufr, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Schöpfung in irgendeiner Art und Weise gleichstellt, vergleicht. Ayyub, Maulana, was sagst du? Sollen wir aufhören? Inshallah, khalas. Also wie gesagt, ich möchte gerne, also hier heute geht es um die Hanbalitische Schule. Ich möchte dem so viel Zeit geben. Nicht, weil zwar habe ich gesagt, dass wir den Rahmen nicht sprengen wollen, aber wir sind gut in der Zeit. Wir haben jetzt, Alhamdulillah, wir haben uns wirklich gut an die Zeit gehalten. Wir haben gesagt, so maximal 90 Minuten. Mhm. Und da liegen wir gut drin, Alhamdulillah. Also, okay. Alhamdulillah. Ja, Allah. صلى الله عليه وسلم ان شاء الله خير dann schließen wir ab inshallah also ich danke dir vielmals für dieses erfrischende Gespräch ich denke die Geschwister haben es auch genossen Allah Ta'ala uns an Wissen und Weisheit und Reinheit wachsen lassen gemeinsam Allah Ta'ala uns zu unserem Erbe zurückführen Das uns heilt und unsere Krankheiten heilt, die wir haben, viele von den Krankheiten, die wir heute haben. Allahumma amin. Und dann auch, liebe Geschwister, inshallah, am Sonntag geht es weiter mit der Schäfer'itschen Schule. Nicht wundern, weil einige haben mich schon gefragt, müsste die Schäfer'itsche nicht vor der Hanbalitschen kommen? Ja, das war uns natürlich bewusst. Wir mussten aber tauschen, weil unser Bruder, der am Sonntag dran ist, nicht vorher konnte. Also uns ist, wie gesagt, der Selbst Firas hat es gesagt, der Tertib, die Reihenfolge ist wichtig, auch zu beachten. Und, aber wie gesagt, es hat einen Grund. Jazakum Allah khairan, liebe Geschwister, Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum, liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam.